Am Sonntag, den 29. September, ist um 17 Uhr hier in der Pauluskirche ein Orgelkonzert. Und ich habe Stücke von Johann Sebastian Bach ausgesucht, eins der bekanntesten von Johann Sebastian Bach, nämlich die Toccata und Fuge in F-Dur mit dem berühmten Pedalsolo und den tollen Kadenzen, den tollen Akkorden durch die ganze Sphäre der Harmonien. Und als Gegenstück dann die dritte Sinfonie von Charles-Marie Widor. Man weiß ja, dass die Franzosen von Bach so begeistert waren. Hier haben wir auch ein Prälude, also ein Präludium und eine Fuge dann im vierten Satz. Ja, die Sinfonie hat insgesamt 6 Sätze, ist also weiträumig aufgefächert und bringt die Orgel als symphonisches Instrument zur Geltung. Aber auch sehr schöne langsame Sätze, ein schönes Menuett mit einer wunderbar eingängigen Melodie ist zu hören und ein wunderbar langsamer Satz mit einer schwebenden Klangvorstellung. In der Mitte dann ein gewaltiges Stück, das ist dann letztlich auch klanglich der Höhepunkt des Konzerts, ein Marsch. Man kann sich vorstellen, dass ja, in den französischen Kathedralen diese Musik zum Einzug der Geistlichkeit gespielt wurde. Und dann noch als abwechslungsreiches Moment 3 kleine Stücke von Thomas Riegler. Das sind Vorspiele zu sogenannten neuen Liedern, die sind ja jetzt auch schon älter. Danke für diesen guten Morgen. Du hast uns hergerufen und ins Wasser fällt ein Stein. Ein weiteres Vorspiel von Johann Sebastian Bach gehört dann auch noch ins Programm. Ja, das ist so das, was sie erwartet. Ja, es ist das dritte Benefiz-Orgelkonzert. Und zwar für die Ukraine-Hilfe. Wir haben gute Verbindungen, auch gerade nach Kharkiv. Und dort werden ja wirklich Gelder aller Orten gebraucht, auch hier in Deutschland. Und Ärzte ohne Grenzen, das ist so der Bereich, den ich mir überlegt habe, zu beiden Teilen dann gleich aufgeteilt. Ja, das ist der Erlös, für den dieses Konzert bestimmt ist. Konzert am 29. September um 17 Uhr in der Pauluskirche.